Notruf, Feuerwehr und Rettungsdienst. Wo genau ist der Unfallort? Hallo, hier ist Julia Meier. Ich hatte gerade einen Autounfall und mir ist jemand ins Auto gefahren. Oh Gott, ich habe solche Angst. Okay, Frau Meier, tut Ihnen etwas weh? Haben Sie sich verletzt? Ich habe doll Kopfschmerzen, aber sonst ist, glaube ich, alles gut. Jetzt stehe ich neben meinem Auto und weiß nicht, was ich machen soll. Was soll ich machen? Helfen Sie mir. Bleiben Sie bitte ganz ruhig. Wie geht es den anderen Fahrer? Kann man etwas erkennen? Ich habe mich noch nicht getraut zu gucken, weil es sieht so schlimm aus, alles hinter mir. Aber ich glaube, er ist eingeklemmt und bewegt sich nicht. Bleiben Sie bitte am Telefon. Ich schicke Ihnen die Rettungskräfte. Okay, ich warte hier, bis jemand kommt. Bitte beeilen Sie sich, ich habe solche Angst. Technische Hilfeleistung, Verkehrsunfall, Person klemmt. Einsatz für KDOW, LF, TLF, NIF, RTW, Feldweg 42, Ollihausen. Willkommen zu der zweiten Folge von Flamme und Rauch. Der nächste Einsatz ist gerade eben reingekommen. Aktuell sitze ich hier noch auf dem Klo, bin jetzt aber fertig. Hab gemerkt, das Klopapier ist auch alle. So war es nämlich auch drüben auf unserem Klo. Ich bin gerade auf den WC der Frauen. WC Herren ist abgeschlossen. Da steht alles bis oben hin voll. Deshalb auch die Tür, die abgeschlossen ist. Es geht in den Feldweg 42, schwerer Verkehrsunfall, erstes Fahrzeug, was ausrückt, KDOW 1. Ich wünsche euch viel Spaß mit diesem brandneuen Video. KDOW 1 am Einsatzort eingetroffen. Das nächste Einsatzfahrzeug rückt aus zum Verkehrsunfall. Und unterstützt die Nachbarfeuerwehr vor Ort. LF am Einsatzort eingetroffen. TLF ist das nächste Fahrzeug, was jetzt zum Einsatzort ausrücken wird. Thank you.
TLF am Einsatzort eingetroffen. NEF-1 rückt aus zum Einsatzort. Das NEF-1 ist am Einsatzort eingetroffen. Das letzte Fahrzeug ist der RTW-1 der Rettungswache Ollihausen. Das Fahrzeug rückt aus zum Einsatzort. RTW-1 am Einsatzort eingetroffen. Jetzt, wo alle Einsatzkräfte vor Ort sind, werde ich jetzt die Aufgabe übernehmen, um den schwer verletzten Fahrer aus dem Fahrzeug zu befreien. Gott sei Dank war unsere Nachbarfeuerwehr schon rechtzeitig vor Ort und konnten erste Maßnahmen ergreifen. Für das Video ist es auf jeden Fall besser, wenn ich das selbstständig mache, das Fahrzeug vom Abrollen sicher, die Säulen vom Auto trenne. Das machen wir jetzt. Jetzt kommt die Schere zum Einsatz. Erst der Spreizer, dann die Schere. Das hydraulische Rettungsgerät wird auf jeden Fall jetzt hier gebraucht, denn der Fahrer konnte sich nicht selbstständig befreien. Und dementsprechend müssen wir hier sehr schnell jetzt eingreifen. So, wir machen es jetzt an die Tür. Die Tür ist getrennt auf der Fahrerseite. Jetzt gehen wir an die Beifahrerseite und demontieren die Tür. Jetzt noch einmal die Tür hinten rechts. Und jetzt kommen wir auch schon zu der Rettungsschere, um natürlich das Dach jetzt abzutrennen von der Karosserie. So, also der Unfall sieht wirklich brutal aus.
Das hätte auch anders ausgehen können. Also die Person ist aktuell noch ansprechbar im Fahrzeug. Bloß gut, dass hier die ersten Rettungskräfte zügig eingetroffen sind und hier sicherlich Schlimmeres verhindert haben. So, wir sind gleich am Fahrer und können ihn an den Rettungsdienst übergeben. Hier noch ein Schnitt und dann ist das Dach abmontiert. So, zu guter Letzt wird der Fahrer jetzt auf die Korbtrage gelegt und somit wird er jetzt vom Notarzt im Rettungswagen versorgt. Der Einsatz ist hiermit erfolgreich abgeschlossen und ich sage es noch einmal zum Ende dieses Videos. Ich bedanke mich bei der Nachbarwehr für die schnelle Hilfe. Außerdem natürlich auch Dankeschön an den Rettungsdienst und der Polizei Ollihausen. Schön, dass es euch gibt und Respekt, dass ihr sehr schnell vor Ort eingetroffen seid. Zu den beiden Personen, Julia Meyer, die Anruferin, sie wurde vor Ort versorgt, hat sehr viel Glück gehabt, wurde wirklich Gott sei Dank nur leicht verletzt, aber der zweite Fahrer, der ihr hinten aufs Auto gefahren ist, wurde dabei sehr schwer verletzt, ist gerade auf dem Weg ins Krankenhaus, wird vor Ort versorgt. Der Notarzt vor Ort meinte hier, er wird es auf jeden Fall schaffen, er wird es überleben und überstehen. Und somit ist der zweite Einsatz bzw. die zweite Folge hiermit beendet und ich hoffe, liebe Zuschauer, dieses Video hat euch gefallen. Schreibt mir das auf jeden Fall in die Kommentare, lasst mir gerne ein Like da und dann sehen wir uns schon bald in der nächsten Folge von Flamme und Rauch wieder. Macht's gut! Vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Schönen Tag gewünscht. Bis dahin. Ciao.